Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Dr. Spiller Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den für 125 Euro bestellt, soll aber einen Warenwert von 285 Euro beinhalten. Ich persönlich habe noch gar nicht so viel von der Marke mal irgendwo gesehen oder gehört. Ich meine, dass es ähnlich wie bei Dalton ist, dass es halt auch Institutskosmetik ist, also dass es halt quasi so eine klassische deutsche bodenständige Marke ist, weiß ich aber nicht. Deswegen, also so viel Hintergrund habe ich dazu jetzt nicht. Genau, aber ich würde sagen, wir schauen hier mal hinein und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Also für 125 Euro hätte ich mir definitiv einen anderen Adventskalender vom Format her gewünscht, muss ich wirklich sagen. Oh, da fliegt der Marienkäfer. Weil das ist halt irgendwie, es fühlt sich nicht an wie 125 Euro, bin ich ehrlich. Ich glaube, mein Adventskalender ist falsch zusammengesetzt. So sieht es doch besser aus. Und hier kommt eine Ice Cream raus. Interessant, 7 ml sind hier drin. Schade, dass tatsächlich sowohl in den Kläppchen als auch auf dem Produkt nicht allzu viel draufsteht und ich hier halt auch nicht irgendwie eine Begleitung mit dabei habe. Deswegen kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Müsste man dann entsprechend recherchieren oder man holt sich so einen Adventskalender halt eh, weil man die Marke und die Produkte kennt. Zum 2. Dezember gibt es Glow in einer Ampulle und die heißt auch einfach Glow. Ja, das ist süß. Ne? So schaut sie auf jeden Fall aus. Ich bin gespannt, wie viele von den Glow-Ampullen hier drin sind. Manche Firmen, wie zum Beispiel Club, Barbour und so weiter und so fort, haben ja immer sehr, sehr viele von den einzelnen Ampullen hier drin. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir das Zelltresor-Produkt Pentahyaluron Serum mit 7 ml. Ja, es sind schon kleine Typchen hier drin. Aber ich meine, dass Dr. Spiller auch gar nicht so günstig ist. Genau, also hier steht auch immer drauf, wann das abläuft. Das ist quasi im Mai 2027, das ist ja Ewigkeiten. Und Hyaluronsäure kann ja eigentlich jeder Hauttyp so gebrauchen. Hier haben wir die Nummer 4. Also die Zahlen sind wirklich sehr klein drauf gedruckt. Das muss man wirklich bedenken. Reset ist hier die nächste Ampulle. Ich gehe davon aus, dass wir in den Ampullen auch so 2 ml drin haben. Genau, so ist einmal hier die Ampulle. Finde ich schön. Man kann auf jeden Fall gebrauchen, dass ein Reset mal so in der Weihnachtszeit stattfindet, sodass die Haut sich auch regenerieren kann. Ah, ich glaube, das ist immer im Wechsel jetzt, oder? Typchen, Ampulle, Typchen, Ampulle. Das wäre nice. Einen Tag vor Nikolaus haben wir nämlich auch wieder ein Typchen drin. Und zwar SPF High Summer Glow Sun Sensitive Serum mit 7 ml. Ja, das ist ein Serum, was auch gleichzeitig Lichtschutzfaktor sein möchte. Man braucht relativ viel davon, deswegen ist so ein kleines Produkt süß, aber ich finde es gut, dass es überhaupt mit drin ist. Habe ich zum Beispiel im Dalton Adventskalender verpasst, der übrigens ausverkauft ist. Aber ihr bekommt gerade, wenn ihr möchtet, mit Super Claudi 20% Rabatt. Also schlagt gerne zu. Auf die neuen Boxen, die es dort gibt, bekommt ihr sogar 25% Rabatt. Ich kann euch auf jeden Fall ans Herz legen, euch mal diese großen Sets anzugucken, weil bis die mal irgendwann wieder auch in diesen Rabattaktionen mit drin sind, ne, dauert das noch ein bisschen. Also vielleicht so als kleiner Tipp am Rande. Oh, zu Nikolaus gibt es keine Ampulle, sondern eine Full-Size. Und zwar von dem Aloe Vera Lip Balm mit Lichtschutzfaktor 20. 4,5 Gramm sind hier drin. Ich finde es immer super, wenn wir sagen, okay, komm, Lichtschutzfaktor für die Lippen, macht das Sinn? Ja, definitiv. Da haben wir eine sehr dünne Haut und vergessen leider auch sehr, sehr häufig, dort Lichtschutzfaktor aufzutragen, weil man halt denkt, das schmeckt nicht so gut. Aber in Form von einem Lippenpflegestift kommt das immer sehr, sehr gut. Kann ich sehr ans Herz legen und empfehlen, Leute. Ne? Muss man, also das ist schlau. Oh, am 7. Dezember haben wir ein Two-Way-Scrub drin enthalten von Dravenmoor Organic Skincare. Interessant, 7 ml sind hier drin. Hier gehe ich davon aus, dass es halt sowohl ein mechanisches als auch ein chemisches Peeling sein könnte, wenn hier Two-Way draufsteht. Ne? Da wäre ich persönlich mit meiner sehr sensiblen Haut etwas vorsichtiger, aber ich weiß, viele von euch mögen gerne mechanische Peelings. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das macht sie auch weiter mit Dravenmoor Organic Skincare, die Humic Ampulle. Ich weiß nicht. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Das ist wirklich schade. Da einfach, falls Dr. Spiller mein Video sehen sollte, wäre es vielleicht nicht verkehrt, entweder das in die Kläppchen reinzuschreiben oder so einen kleinen QR-Code da reinzumachen, dass man dann die Möglichkeit hat, das nochmal, ne, dass man schnell halt hinkommt. Aber ja,
wird sehr wahrscheinlich eine schöne Ampulle sein. In der Nummer 9 dürfen wir uns über noch was von Travemore freuen. Die Soothing Mask. Das ist schön. 7 Milliliter haben wir ja generell scheinbar in diesen Typchen drin. Ja, beruhigende Masken kann man immer gut gebrauchen. Ne? Finde ich schön. Und in der Nummer 10 darf es mit der Strength Ampulle weitergehen, die dann halt quasi unsere Hautbarriere sehr wahrscheinlich stärken wird. Das finde ich gut. Also bislang auch wirklich alles sehr abwechslungsreich. Ne? Das gefällt mir. Oh, zum 11. Dezember haben wir wieder was aus dieser Zelltresor-Reihe drin. Multi-Stem Cell Serum. 7 Milliliter finde ich großartig. Stammzellen sind immer sehr, sehr toll für die Haut, sodass sie besser regenerieren kann und sehr gut geeignet ist, wenn man halt auch so Reparatur für die Haut braucht oder auch ein bisschen diesen Slow-Aging-Effekt. Und deswegen freue ich mich darüber. Zur Halbzeit am 12. Dezember haben wir eine Ampulle drin enthalten. Und zwar ist das die Breath-Ampulle. Die Haut soll atmen scheinbar. Okay, vielleicht wird sie gereinigt mit der Ampulle. Möglicherweise. Am 13. Dezember erwartet uns in der zweiten Halbzeit das Vitamin C Plus Serum mit 7 Millilitern. Ich mag Vitamin C, verwende das super gerne morgens. Und das gibt der Haut einfach nochmal eine gewisse Strahlkraft. Ne? Weil es halt auch so ein bisschen dieses hier Zellstoffwechsel anregt. Dadurch auch so ein bisschen alles ankurbelt und den Zellstoffwechsel, das alles ein bisschen mehr strahlt einfach. Und es hält halt auch so ein bisschen auf. Ne? Deswegen ist Vitamin C immer eine schöne Sache. Hier ein Video über Wirkstoffe, falls ihr ein bisschen mehr dazu erfahren möchtet. Ich mag Vitamin C. Natürlich haben wir am 14. Dezember eine Ampulle drin. Da kann man hier oben ein bisschen vorsichtig gegenschnipsen, dass es wieder runterläuft, das Serum. Das will aber gerade nicht. Egal. Youth heißt es einfach ganz knapp. Das soll Jugendlichkeit geben. Keine Ahnung, wo genau mit das machen. Das soll reden. Vielleicht mit Retinol, vielleicht mit Niacinamiden. Ne? Oh schön, am 15. Dezember haben wir den Zelltresor wieder drin mit Ultimate Peptide Serum. Mit dem Ultimate Peptide Serum, 7 Millilitern. Peptide sind auch immer ganz gut dafür da, um die Hautbarriere zu stärken und sind auch wirklich für alle Hauttypen echt gut geeignet. Am 16. Dezember gibt es eine Rescue-Ampulle und das finde ich also wirklich schön, dass wir auch jedes Mal jetzt eine neue Ampulle drin haben. Ich finde, dass Dr. Spiller sich dadurch auch echt toll vorstellt, ne? Weil dafür ist der Adventskalender für mich zum Beispiel auch da, dass ich einfach einen Überblick über die Produkte bekomme in der Marke. Eine Woche vor Heiligabend denkt sich der Adventskalender, na, jetzt werde ich mal ein bisschen rebellisch, denn jetzt kommt eine Ampulle raus. Da haben wir die Beauty Sleep Ampulle, die du dann wahrscheinlich schön über Nacht verwenden kannst, um so deine Haut zu regenerieren oder ihr halt nochmal richtig derbe Wirkstoffe oder Feuchtigkeit oder was auch immer zu geben, damit du morgens aufwachst und strahlend schön aussiehst. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier geht's weiter mit dem wundervollen Schlafrhythmus, den wir hoffentlich vor Heiligabend alle bekommen. Zelltresor Overnight Repair Mask ist hier mit drin. 7 Milliliter würde ich persönlich wie so eine Nachtcreme einfach verwenden. Und ja, ne, dass die halt auch ein bisschen Zeit hat, um einzuziehen, weil ich bin Bauchschläfer. Ansonsten sieht mein Kissen am nächsten Morgen schöner aus als ich, glaube ich. Zum 19. Dezember gibt es dann noch eine Ampulle und zwar die Instant Effect. Okay, vielleicht ist das eine glättende Ampulle oder eine Strahlkraft. Kraftgebende Ampulle, ne? Da gibt es nur Mutmaßung von meiner Seite. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Der Adventskalender wird immer rebellischer, denn auch hier wartet eine Ampulle auf uns und zwar die Energy. Die soll uns Energie geben, vielleicht mit Koffein und Vitamin C. Das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Finde ich auf jeden Fall nice, denn wir brauchen alle, glaube ich, Energie am 20. Dezember, oder? Der 21. Dezember führt unsere Ampullenkur fort mit Hydration. Hatten wir die schon? Nee, ich glaube nicht. Das ist halt so eine klassische Geschichte, ne? Weil Feuchtigkeit kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Hier ist Feuchtigkeit drin. Macht definitiv Sinn. Zwei Tage vor Heiligabend am 22. Dezember gibt es dann noch ein bisschen Seide fürs Gesicht und zwar ein Silk Serum mit 7 Millilitern. Das finde ich schön. Das gibt nochmal so ein bisschen diesen Weichzeichner-Effekt, denke ich mal. Hört sich auf jeden Fall sehr charmant an. Einen Tag vor Heiligabend haben wir die Peptide Performance Eye and Lip Cream mit 5 Millilitern mal drin enthalten. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe hier auch so ein bisschen eine Augencreme vermisst. Ich vermisse aber auch noch ein paar andere Produkte, muss ich gestehen. Aber naja, mal gucken. Vielleicht ist der 24. Dezember dann jetzt nochmal so eine kleine Überraschung für uns alle. Das finde ich irgendwie dumm. Da hast du das Gleiche halt nochmal, aber in der Originalgröße drin enthalten. Vielleicht damit du halt vorher gucken kannst, ob du es magst. Aber das finde ich irgendwie unüberlegt. 10 Milliliter ist halt nochmal das Doppelte davon. Naja, ich weiß ja nicht. Ne? Also weiß ich wirklich nicht, ob ich das so gemacht hätte als Adventskalenderpacker.
eher weniger. Es sieht wunderschön aus, gar keine Frage, ne? Also ich finde es auch cool, dass es so drin ist. Es ist hier mit so einem Roller, was ich echt nice finde. Aber die hätten halt nicht einen Tag vorher genau das gleiche Produkt drin haben müssen. Das ist dann halt nicht so dieses Ultra-Highlight-Gefühl, finde ich persönlich, ne? Ansonsten ist es ein schöner Adventskalender. Keine Ahnung, ob wir wirklich auf den angegebenen Wert von 285 Euro kommen. Das ist schon sehr, sehr hoch gegriffen. Wir haben einen schönen Einblick und relativ kleine Größen hier drin. Da bin ich tatsächlich eher so bei einem Jungglück-Adventskalender oder so oder bei einem Typology, wenn ich halt auch einfach mit dem Preis angucke. Das wäre dann halt so eher das, wo ich zu raten würde, wenn ich halt auch meinen Freunden was empfehlen würde, ne? Ja, ansonsten ist es schön gemacht. Man muss definitiv auf die Ampullen stehen und sich auch ein bisschen mit dem Sortiment von Dr. Spille auskennen, sodass man auch ungefähr einschätzen kann, wofür was jetzt wirklich geeignet ist. Also es steht hier ein Stück weit, doch es steht hier drauf tatsächlich, aber da einfach nur so ein bisschen der Hinweis von meiner Seite, dass man sowas vielleicht auch mit in das Kläppchen reinbringt. Das steht hier nämlich echt schön auf dem Adventskalender. Das ist wirklich schön. Ideal nach dem Sonnenbad im Urlaub oder bei verstärkten Belastungen durch lange Outdoor-Aufenthalte. Das steht hier richtig toll drin. Meine Güte, aber wer dreht denn den Adventskalender um? Bin ich ehrlich, ne? Das am besten in die Kläppchen reingedruckt, dann wäre es perfekt. Finde ich auf jeden Fall, ja, kann man sich mal angucken. Für 125 Euro ist es aber definitiv ein teurer Spaß. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und wie gesagt, die Nummer 23, apropos austauschen, hätten sie auch austauschen sollen gegen ein Gesichtsreinigungsprodukt oder gegen einen Toner oder sowas. Das wäre, glaube ich, richtig nice gewesen, ne? Naja, egal, wie dem auch sei. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.